Hallo und herzlich willkommen zu Star Wars The Old Republic, Part Nummer 67. Wow. Yay! 67. Ist mal nicht schlecht. Wir sind eigentlich schon ziemlich weit fortgeschritten. Wir nähern uns schon langsam fast der 100. Folge. Oh, jetzt. Das ist eine Ansage, ne? Das ist eine Ansage. Das ist aber eine Kampfansage, eine richtige. So, jetzt müssen wir uns aber erstmal hier durchkämpfen, anscheinend. Ja. Ja. Natürlich. Ja, beim letzten Mal haben wir über Free-to-Play geraged. So kann man es, glaube ich, ganz gut sagen. Genau, also wir haben ziemlich Dampf abgelassen mit, was unsere Meinung darüber ist. Ja, und in dieser Folge wird es eine interessante Ankündigung meinerseits geben. Interessante Ankündigungen sind interessant. Das dachte ich mir. Und es hat etwas zu tun mit dem, 100 Abonnenten-Special, das es nie gab. Aber geben wird, ne? Aber geben wird. Denn ihr könnt das hier so als mehr oder weniger 100 Abonnenten-Special betrachten. Mehr oder weniger? Aber, achso, ich kann auch nochmal sagen, es wird ein Giveaway sein. Aber ich bin jetzt mal dreist und ihr müsst dafür erstmal ein bisschen gucken. Hahaha. Ihr müsst gucken. Ihr müsst ein bisschen gucken, ich werde das irgendwann mal so in der Folge anschneiden. Das heißt, bleibt auf jeden Fall dran. Ja. Genau. Ich werde es wahrscheinlich sogar so vergessen, aber ich hoffe, ich vergesse es nicht. Das wäre ziemlich blöd. Wir könnten aber in der Zwischenzeit mal erzählen, was haben wir eigentlich beim letzten Mal produktiv gemacht? Außer zu ragen. Ja, da haben wir eigentlich ganz entspannt so ein bisschen bei meiner Vision weitergemacht. Und ich muss mich jetzt mit Meister Trinz treffen. Und danach haben wir ein bisschen, wir sind einfach deine Story durchgerusht. Genau. Wir schauen ja deine Cutscenes nicht mehr an, da wir diese Story bereits kennen. Genau, wir müssen die eigentlich nur nochmal spielen, weil, Wegen dem Relais. Genau, das Relais ist irgendwie kaputt. Und deswegen müssen wir das Relais jetzt reparieren. Genau. Und das Relais reparieren wir hoffentlich, indem wir die Story mal resettet haben. Ja, wenn nicht, dann schade war es, aber grundsätzlich soll es ja eigentlich funktionieren. Ich weiß auch nicht, warum es nicht funktionieren sollte, aber ja, korrekt. Ansonsten müssten wir vielleicht wirklich tatsächlich erstmal deinen Baum weitermachen und ich muss den Kundendienst kontaktieren, weil das kann ja nicht angehen. Das wäre ja optimal, Kundendienstkontakt, das ist immer so. Ja, hat man frühestens in 2 Wochen immer eine Antwort, das ist immer klasse. Gut, es geht. War es mal bei Sveta, als ich eine Anfrage geschickt habe? Ich denke. Und da ist ziemlich zügig was zurückgekommen. Oh, ja, okay, ich bin ja auch Premium-Mitglied, das heißt, ich habe ja bevorzugten Support hoffentlich. Das ist so, ja. Grundsätzlich, wenn du Premium bist, hast du immer was. Wie war es gerade nochmal mit Free-to-Play und so? Ja, Free-to-Play und so. Gut, man muss ja sagen, das ist wirklich. Es ist. Star Wars The Old Republic ist nicht schlecht gebalanced. Ja, das stimmt schon. So. Ich muss meine Macht kontrollieren. Das ist nicht Orange. Ich nehme einfach mal jetzt die oberste Option. Einverstanden. Gut, da musst du aufpassen, immer die oberste Option, ne? Plötzlich ist es eine böse. Ja, ja, schon klar. Aber die oberste Option ist eigentlich meist immer die gute. Zumindest bei. Spielen von. Hier. BioWare, das ist das, was ich gesucht habe. Okay, Wollen wir mal eben kurz einen schweißfreien Service zum Umsiedlungslager nehmen? Das können wir machen. Umsiedlungslager ist wo? Quasi direkt über uns. Quasi direkt über uns. Da und über unserer aktuellen Position. Ich war sogar mit der Maus schon drauf. So. Nee, das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Umsiedlungslager. Nee, das ist es auch nicht. Ja, das ist es nicht. Da haben wir schon mal ein bisschen Fußweg gespart. Und vielleicht auch ein paar Kämpfe. Ja, eben das 100 Abonnenten-Special, ne? Ja, das ist. Hype, es lauert noch. Halb 100 Abonnenten-Special, das ist eigentlich mal was ganz Nices. Ja, das lauert noch so ein bisschen. Das ist doch. Die Folge muss erstmal richtig anfangen, weißt du? Ja, eben. Das ist genauso wie bei dem Holzi, was ich dir gerade gezeigt habe. Genau. Da ging es ja los. Die erste Zeile ist: Okay, der Song beginnt und es braucht ein Thema. So. Deswegen, die Folge beginnt und es braucht erstmal ein Thema. So. Das Thema ist genau. 100 Abonnenten. Nein. Das Thema ist ein Thema. Ja, eben nicht. Holz aber, zum Beispiel. Aber das wird ein bisschen in die Länge gezogen, das ganze Thema. Denn es darf nicht alles. Den Spannungsbogen muss kurz vor dem Brechen sein. Ja, genau. Ist er jetzt langsam kurz vor dem Brechen? Ja, nee erstmal das Relais. Erstmal das Relais. Mal gucken, dann bin ich vielleicht gleich am Brechen.
Ja, also, ich glaub, wenn das nicht funktioniert. Ist ein bisschen mehr am Brechen als nur das Relais. Ja, genau. Und dann brechen wir nicht nur die Spannungskurve, sondern breche ich. Oh Gott, gut, dass ich keine Facecam anhab, das ist gut. Das wäre jetzt aber so legendär, so. Oh, verdammt. Kurz vor dem Platz und dann puff. So, platziere und verteidige das galaktische Relais. Jetzt sind wir so gespannt. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ich platziere das galaktische Relais genau hier. Genau hier. Nicht an der Nord. So. Und zum gefühlt tausendsten Mal kämpfen wir gegen diese kleinen Biester. Ja, hoffentlich klappt's jetzt. Ja, hoffentlich. Ich habe auch keinen Bock, dass wir das dem Kundendienst melden zu müssen, weil das ist echt scheiße. Das ist immer so, dass... Kamera. Wieder so einen berühmten Kamera-Move. So, wo bin ich? Ja, ja, das ist immer toll. Das Viech lebt noch, ey. Meine Fresse. So, jetzt bin ich versteinert aus irgendwelchen Gründen, okay. Ja, das Ding da versteinert dich irgendwie immer wieder. So. Okay, komisch. So. Kehre zu Boland zurück. Ja! Gott sei Dank. Es klappt. Gott sei Dank. Okay. Halleluja. Ich schwitze schon. Wir müssen den Schweißfrei-Service nehmen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Boah, Halleluja, ey. Ich hätte echt keinen Bock gehabt, den Support anzuschreiben. Ja, wäre auch mühsam. Ja, gut, dass ich das noch gelesen habe mit dem setz die Story zurück, dann müsste es funktionieren. Gut, dass ich das gelesen habe, weil das hat tatsächlich funktioniert. Also danke an denjenigen, der diesen Forum-Eintrag gemacht hat, den ich definitiv nicht verlinken werde, weil ich ihn nicht mehr finde. aber danke. Aber danke. Hauptsache danke. Ne? Ja, komm, lass mal kämpfen. Bisschen leveln. Ein bisschen leveln, ja, das ist ja so. Wir sind ja gar nicht so über dem Level, ne, dem durchschnittlichen. Ah, nee, sind wir nicht. Wir sind auch mal nicht über dem durchschnittlichen Level. Wir sind ein Level unter uns, das ist nicht, nicht so schlimm. Nee, das aber ist unter hier. Unser Level wird mal nicht heruntergedrückt. Wir ja, das ist krass, immer. Ne? Das ist irgendwie, irgendwas ist komisch, ne? Da müssen wir erstmal leveln. Irgendwie ist das sehr merkwürdig, ja. Irgendwas ist hier falsch. Wie, das Level wird nicht runtergedrückt. Wie jetzt? Halt, stopp. Kann nicht sein. Gleich mal beim Kunden Dienst melden, da kann was nicht stimmen. Bug. So, ich muss noch den hier kurz looten. Die Tasten da bin ich noch nicht so gewohnt. Hallo, mach was. Welche Tasten da? Ich sehe gerade, das ist im falschen Ort. Ich muss da kurz was umsortieren. Gut, jetzt kann ich umnehmen. Wo war's? Das hier. Weißt du, von den Fähigkeiten her, war was so buff-mäßig war bei den Attacken nicht so, was machst du? Was machst du? Ja, ich habe es tatsächlich angewöhnt, alles mit der Maus anzuklicken, weil mir die Tastenkombinationen echt zu blöd sind. Es geht irgendwann, ja, irgendwie, ich brauche einfach die hinteren Tasten so selten. So ab bis 6 brauche ich meistens. Ja, ich eigentlich auch, aber ich klicke die trotzdem jetzt irgendwie lieber mit der Maus an, muss ich sagen. Ja, ich mache manchmal beides, also... Die Buffs mache ich sowieso nur mit der Maus und der Rest dann mit dem... Müssen wir den gleichen Weg noch einmal gehen? Das ist ja vollkommen behindert. Ja, wir müssen uns nochmal durchkämpfen. Wäre ja logisch. Ja, sonst wäre es ja langweilig. Ja, eben. So, ich hoffe, ihr versteht das, dass wir das jetzt hier gerade so ein bisschen, also bis jetzt gerade durchgerusht haben. Aber wir haben das ja alles schon gesehen. Deswegen, genau, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, warum habt ihr die Szenen geskippt, dann schaut ein paar Folgen zurück. Dann wir müssen übrigens nicht gegen die kämpfen, ne? Ach, wie jetzt? Keine Bonusmission? Wir sind ja noch nicht mal in meiner Mission drin. Ach, ja, wir sind einfach nur in einem Dungeon. Ja gut, das, dann... Falls man das hier als Dungeon bezeichnen kann, natürlich. Das ist irgendwie so ein Vorraum von einem Dungeon. Ja, ja, genau. Es ist ja noch nicht mal... Warte mal, was ist das denn hier? Kann ich es hier anklickern? Nee, okay. Sah so anklickerbar aus. Kann ich es anklickern? Also so. Klicker, anklicken. Klicker, Klick, weißt du? So, hier können wir dran vorbeirennen, weil der ist ja im Kampf. Jo, und ich kann. Ja. Wollen wir den eben kurz vorlassen? Ja, so mach mal was. Weißt du, ich kann mich ja auch noch tarnen, ne? Ich komm durch. Echt nicht? Hm, ich merk schon. Ich unterstütze dich trotzdem. Ich lass das dich nicht alleine kämpfen. Eigentlich voll freundlich, ne? Ich lass dich nicht in die Klingen laufen. Nicht so wie alle anderen. Krass. Voll sozial eigentlich. Richtig sozial. Ah gut, der hat jetzt ihn angegriffen, das ist super. Dann können wir den hier nämlich umschiffen.
Das klappt doch hervorragend. Hervorragend. Zack. So, ich stopp mal kurz, dass er mein Schwert hier einsteckt. So. Schon besser. Schon besser. Nicht. Warte. Ich erledige das für dich. Ich laufe mit gezücktem Schwert herum. Ja gut, du bist ja hier der Aggressive von uns. Ja. Du dragomierst ja auch die ganze Zeit, ne? Genau, ich dragomiere. So, ich hallo Bolan. Wir sprechen jetzt tatsächlich mal mit dir und klickern dich nicht durch. Gute Arbeit mit dem Sender. Sieht so aus, als würden wir euch ein paar Infos schulden. Dieses Diagramm ist definitiv antike, fremde Technologie. So etwas habe ich noch nie gesehen. Aber Krokan hat ein Teil in der Art in den Laboren der Republik gesehen. Chobet I Kafstuan Bile Jiholokuta. Es gibt Gerüchte über die irren Sachen, die Fremdlinge tief unten im Gefängnis gebaut haben sollen. Fortschrittliche KIs, selbstheilende Droiden, lebende Städte. Ihr sagtet, das sei eine Maschine zum Heilen? Das macht durchaus Sinn, aber schwer zu sagen ohne Scan. Diese Rakata-Typen haben seltsame Sachen gebaut. Mit weniger hätte ich mich auch nicht zufrieden gegeben. Wie bekomme ich diese Maschine und wie benutze ich sie? Wenn ihr die Maschine scannen könnt, können wir uns ein besseres Bild davon machen, was das Ding ist und wie es funktioniert. Hier, ein Datenchip. Er wird die republikanischen Sicherheitsdroiden dort umprogrammieren, sodass sie die Labore öffnen, damit ihr die Maschine scannen könnt. Was haben Labore in einem Gefängnis zu suchen? Weiß nicht genau. Vermutlich irgendeine schräge Sache, wenn die Republik dafür den ganzen weiten Weg nach Belsavis kommt. Nehmt das hier mit. Damit können wir den Schatz der Rakata untersuchen, ohne dass ihr das Ding hierher schleppen müsst. Passt nur auf die Häftlinge in dem Bereich auf. Sie sind fieser als die meisten. Halleluja. Wir haben endlich mal eine neue Mission. Endlich. Endlich. Aber er hat das Relais nicht erwähnt. Er hat das Relais nicht erwähnt. Das ist leider sehr schade. Aber ich kann meine Relais jetzt endlich wegwerfen. Tschüss, Relais. Weg mit ihm. Scheiß Relais, das hat uns so viel Zeit gekostet. Okay. Wir müssen Mech-Sicherheitsdroiden anscheinend besiegen. Mech-Sicherheitsdroiden. Mech-Sicherheitsdroiden. Sind die von Apple? Ich weiß es nicht. Aber wir können jetzt auch erstmal wieder uns um dein Ding kümmern. Ich glaube, das ist aber auch hier direkt um die Ecke gewesen, ne? Also, wir müssen hier erstmal raus, das ist, glaube ich, klar. Aber nein. Nein? War es nicht hier? Ich hätte schwören können, dass das hier gewesen wäre. Könntest du schwören, dass es, ich denke nicht. So wie ich das vorhin kurz... Oder habe ich blau... Gegner gerade eben gespawnt. Erstmal schwören können, dass ich da den blauen Punkt gesehen hätte, aber... Kann mich natürlich auch verschwören, ne? No. Ehrlich, warum wirst du immer angegriffen? Das ist halt eine Katastrophe bei dir. Ja, das ist unglaublich, ne? Und ich habe natürlich keine Fernkampfattacken. Warum hast du keine Fernkampfattacken? Ja, da ich, Weilbaum. Weilbaum, ja, okay. Weilbaum. Nein, bei Holz. Du brauchst doch deine Fernkampfattacken. Du musst doch der Sniper werden hier von oben. Genau, der Sniperer. Nee, grundsätzlich ist es ja so, dass Nahkampf ist ja schon. Nahkampf darf ich, ne? Ja, Nahkampf darfst du. Ich bin dann wahrscheinlich als nächstes. Du darfst Nahkampf, ich darf Fernkampf, so rum. Ja. Stimmt. Hat was, ne? Hat was. Alter. Boah. Was machst du? Grundsätzlich übrigens, ne, so für nächste. Also für die zweite Staffel. Wir können da ja ein bisschen von der zweiten Staffel erzählen, so als. Zum Special hinzu, ne? Können wir auch ein bisschen teasern für die zweite Staffel. Zweite Staffel? Die zweite Staffel ist ja schon allgemein schon bekannt, dass wir in der zweiten Staffel die Jedis spielen. Yay! Ja, und Klingel, ja, hallo, Klingel. Ja. Ein Augenblick kurz. Okay. Da klingelt's einfach bei Ihnen, ehrlich. Ich bin gleich wieder. Ja, ich mach mal ein paar Gegner platt. So, ja. Gut. Hat sich das? Okay. Hat sich dann das erledigt. Okay. So,
Wo waren wir gerade? Ach so, ja, Staffel 2, ne? Staffel 2, genau. Wir wollten eigentlich ein bisschen von der Staffel 2 spoilern, ne? Genau, spoilern wir Staffel 2. Also, Jedis? Jedis, das ist geplant, das ist fix. Genau. Und was ist dann noch geplant? Dass wir Rollen tauschen. Ja, wir spielen Rollentausch. Und genau. Wie funktioniert nicht Frauentausch, sondern Rollentausch. Ja, nicht nur so, also schon nur der Fernkampf, was wir vorhin angesprochen haben. Ich bin dann eher auf Fernkampf. Genau, und ich werde derjenige sein, der voll reinpfeffert. Und ich werde dann auch derjenige sein, der böse ist. Und ich der Nette. Dann tauschen sich eigentlich komplett die Rollen. Also wird gewöhnungsbedürftig sein. Ja, ja. Wird ziemlich also, gewöhnungsbedürftig sein. Ich habe mir die Klassen noch nicht groß angesehen, aber so wie mir ist, werde ich dann wahrscheinlich ein Stormtrooper. Oh. Also ich habe ja schon ein bisschen was geplant. Deswegen werde ich wahrscheinlich den Jedi-Krieger spielen. Jedi-Krieger. Genau, weil ich da schon ein bisschen was in Planung habe. Ein bisschen. Aber da möchte ich nicht spoilern. Also ich sag mal, das Thumbnail ist schon fertig. einfach nur, weil ich da so richtig mich reingefuchst habe, was ich da machen möchte. Und ich denke, das wird ganz cool. Es wird mir wieder mal 3 Positionen angegeben. Das ist hervorragend. Ich denke, mir wird eine angegeben. Nee, Moment. 1, 2 und ein Transporter. Ich gehe mal davon aus, dass wir zum alten Transportzentrum müssten. Das ist genau, ja, und da dann wieder diesen tollen Teleporter genau, nehmen. Ne? Also zum imperialen Ding da. Ja. Weißt du, wo, was ich meine? Ja. Gut, dann so mach imperialen ich Ding da. Imperialen Ding da. Heißt ja nicht viel imperial, ne? Ja, Frontlinienlager hieß genau, das übrigens. Frontlinienlager. So, ich denke, es ist an der Zeit. 100 Abonnenten-Special. 100 Abonnenten-Special. So. Bist du schon da? Ja, du bist schon da. Ich bin da. Giveaway. Wie kommt es eigentlich dazu, zu diesem Giveaway? Wir müssen noch nicht zu schnell, ne? Okay. Es war sowas auf der Gamescom. Und ich habe da was abgestaubt. Kann es aber nicht benötigen, weil das Spiel, was ich da vergebe, habe ich bereits gekauft. Und deswegen kann ich damit schlecht was anfangen. Wo müssen wir hin? Wir müssen oberst hin zu Manga-Transporter genau. Vom unteren Gefängnis. Okay. Genau. Dann nehmen wir den Manga-Transport. Der Manga-Transport. genau. Und von dem Spiel habe ich 2 Kopien erhalten. Also zwei Keys? Redeemable Steam Keys, genau. Und die möchte ich gerne vergeben. Und das Spiel ist kein geringeres als Cities Skyline. Hui, hype, du schwitzt schon richtig. Ja, also, warum habe ich das Spiel nicht bekommen? Weiß ich nicht, weil du es gewinnen musst. Nee, ich habe ja das Spiel bereits auch noch erhalten. Also, wir haben, es war richtig nice, ich habe das Spiel auch. Also, ist so, dass ich habe auch einen Key erhalten und jetzt hat er noch 2 Keys. Das heißt, er hat 2 Keys zu vergeben. Genau, ich habe 2 Keys zu vergeben. Und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und deswegen gibt's jetzt ein Giveaway für dieses Spiel, also für City Skyline, an 2 von euch. 2 von euch. An einen von 2 von euch. Genau, an 2 von euch. 2 von euch können diese Keys abstauben. Das funktioniert folgendermaßen. Ihr müsst auf jeden Fall schon mal meinen Channel abonnieren. Und weil wir hier bei Svetor sind, natürlich auch den Channel von Dragomir. Genau, und dann müsst ihr eine Cutscene sehen. Dann müsst ihr diese Cutscene sehen. Weil dann geht's weiter. Also wenn ihr die nicht gesehen habt. Okay. Hattest du Ton? Ich hatte keinen Ton. Gut, ich habe. Aber es war ein Gartenpad. Wahrscheinlich sollte das auch keinen Ton haben. Ja, denke ich auch. Ja, okay. Die Cutscene ist überstanden. Genau, die müsst ihr jetzt nicht mehr sehen. also, ihr müsst meinen Channel abonnieren. Ihr müsst den Channel von Dragomir abonnieren. Und ihr müsst unter meinem Video einen Kommentar da lassen. Und zwar einen
ja, nicht aussagelosen Kommentaren, sowas wie Hi oder Nö oder Giveaway, sondern irgendwie irgendwas, was gut ist. So, mir hat das Video gefallen, weil Punkt, Punkt, Punkt zum Beispiel, oder? Und vielleicht aber auch noch sagen, ja, ich möchte an dem, sozusagen an den Gewinnspielen, an den Giveaway teilnehmen. Denn wer das Spiel ja schon hat und gewinnt... Schreibt einfach in den Kommentar noch Hashtag Giveaway. Genau. Das ist, glaube ich, noch ganz nett. Weil dann die das Spiel nicht wollen, oder? Müssen es dann nicht bekommen, ja, okay. Wenn sie nicht wollen, ne? Genau. Also Hashtag Giveaway dann noch in diesen Kommentar setzen, indem ihr einfach mal so vielleicht schreibt, was hat euch an dem Video gefallen oder was sollen wir anders machen. Genau. Das kann kurz sein, muss jetzt kein Roman werden, aber halt irgendetwas... Sinnvolles und nicht so Sinnvolles und einfach nur Hashtag Giveaway, das ja zählt nicht. Genau, und wenn ihr das gemacht habt, dann werde ich, ich denke mal so 2 Wochen werde ich warten und dann werde ich ein kleines Video machen, wo ich dann das losschwingen werde und werde euch dann kontaktieren, falls ihr gewinnen haben solltet. Das ist auch noch was Wichtiges. Wie informierst du sie, dass sie gewonnen haben? Über eine YouTube-Privatnachricht. Das heißt, wenn, also, das ist, ich glaube, das kann man nicht mehr deaktivieren, ne? Ich meine nicht, nein. Aber denkt einfach daran, wenn, falls ihr nicht so auf den YouTube-Privatnachrichten unterwegs seid, weil ich glaube, es zeigt einem nicht groß an, dass man eine hat. Nee, ich glaube auch nicht. Also, ihr müsst einfach in euer Postfach schauen. Genau, ja. Dann seht ihr das. Ich glaube aber, ihr könnt auch eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten. Meine ich zumindest. Könnte sein, ja. Könnte sein, ja. Schaut einfach sicher nach, weil die Chance ist natürlich eigentlich groß, dass ihr gewinnt, weil grundsätzlich, ja, wir haben ja ein bisschen eine aktive Community, die ist zwar nicht allzu groß, aber sie ist vorhanden. Ja, ja, auf jeden Fall. Also mein kleiner Konsens beinhaltet ja, glaube ich, mittlerweile 108 kleine GEF-Einheiten. Ne? Herzlich willkommen im Mass Effect-Universum. Nein, also ich habe ja mittlerweile 108 Abonnenten, glaube ich. Und freut mich auf jeden Fall. Ich freue mich über jeden einzelnen Cutscene. Über jede einzelne Cutscenes und GEF-Einheiten. Mal eine Frage, siehst du was? Ja. Ich nicht. Also unsere Punkte. Ja, das sehe ich auch. Moment. Wir damit Eskappe. Möchtest du das Gespräch wirklich verlassen? Alles abbrechen. Ja, ich möchte das Gespräch wirklich verlassen. Ja. Ja. Was? Hä? Esveto? Bugfrei, natürlich. Absolut. Ich denke, wir müssen mit dem hier hinten quatschen, oder? Ja, aber hier ist irgendwie das... Da, warte, hier. What? Boah, schon wieder klicken. Ah, hey! Mein Sith Lord, ihr seid frei. Wut, Zorn, Rache. Ich habe zu lange stillgesessen. Ich muss mich austoben. Wenn mein Bruder jemand anderen geschickt hätte, würde ich den jetzt zur Übung zerschmettern. Na los, bringt ihn ruhig um. Melikost, ihr seid ein Stümper. Man ist euch gefolgt. Jetzt beweist euren Wert und kümmert euch um den Eindringling, oder ich bringe euch doch noch um. Bringt ihn lieber gleich um. Er ist euch sonst nur im Weg. Es ist besser, wenn wir uns auseinandersetzen, ohne dass er uns ablenkt. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ihr habt ja so recht. Ja, alles klar. Alles klar. Ich werde eurem Meister, meinem Bruder, der künftigen Stimme des Imperators mitteilen, dass ihr krepiert seid wie ein Hund. Ihr werdet nicht dazu kommen, ihm das zu sagen. Wer seid ihr eigentlich? Er gehört zu mir, Ekic.
Norman Carrs jämmerlicher Welpe. Das wird ja immer schöner. Wenn ihr mit diesem Jedi gemeinsame Sache macht, seid ihr ein Dummkopf und ein Verräter. Ich bin der Zorn des Imperators, von seiner Hand losgelassen. Und der Imperator hat euch und euren Bruder als Feinde erkannt. Die Hand des Imperators arbeitet jetzt mit den Jedi zusammen? Kein Wunder, dass mein Bruder sich dem Imperator widersetzt. Ich habe gerade einen Lord mit einer kleinen Handbewegung vernichtet. Passt gut auf, ich mache es jetzt nochmal. Wir kämpfen gemeinsam, Sith. Wir kämpfen gemeinsam. Interessant. Okay, also haben wir jetzt, hast du jetzt zwei Begleiter, alles klar. Ich habe jetzt zwei Begleiter und du hast auch nochmal einen Begleiter und ich habe dich und es ist gar nicht viel und los. Und sie ist tot. Und Wes, das war schnell. Hat meine Macht abgenommen, während ich hier verweilen musste? Darüber könnt ihr nachdenken, wenn ihr sterbt. Barras wird mich rächen. Nein, will er nicht. Sie war bereits besiegt und am Ende. Ihr hättet sie nicht einfach töten sollen. Wir hätten sie wieder einsperren können. Jetzt hat sie keine Chance mehr zu entkommen. Ihr müsst zugeben, das ist die bessere Lösung. Ich sehe die Logik, aber es ist trotzdem nicht recht. Ich hoffe, ihr werdet irgendwann einsehen, dass ihr einen anderen Weg gehen müsst, um euren früheren Meister zu besiegen. Wie geht es jetzt weiter zwischen uns? Gehen wir als Freunde oder Feinde auseinander? Oh, oh, oh. Ja, ja. Keine Ahnung. Ja. Das wird mein Lichtschwert beantworten. Ich würde sagen, das. Kommt nur her. Also dragomisieren wir ihn. Genau, wir dragomisieren ihn. Also ich wusste doch nicht so recht, was ich von ihm halten sollte, weil ich traue ihm nicht. Und aus diesem Grund, sicher ist sicher. Und tschüss. So. Das war's eigentlich von dieser Folge. Wir hätten auch einen fiesen Cut machen können. Nee, das wäre jetzt wirklich ein bisschen sehr zu viel schon fast gewesen. Und vergesst nicht eben das Gewinnspiel. Genau, nicht nochmal sagen, man soll ja das Video schauen. Ja, eben, ich sage nicht, wie es funktioniert. Das genau, also vergesst das Giveaway Video nicht. Ne? Wir haben jetzt, glaube ich, alles gesagt. Und falls es Fragen geben sollte, gibt es natürlich die Kommentare. Genau. Ganz einfach. Und wenn es natürlich im Video beantwortet wird, dann müsst ihr es halt nochmal schauen. Schade, ne? Nein, ich werde Fragen natürlich beantworten zu diesem kleinen Special, was ich mir jetzt ausgedacht habe. Beziehungsweise, was heißt ausgedacht? Ich habe es, ja, mehr oder weniger in die Hand gelegt bekommen. Ja, mehr oder weniger. Genau, auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Wenn nicht, lasst ein Däumchen nach unten da. Und schreibt gern einen freundlichen Kommentar, wenn wir etwas, wenn ihr ein Gesprächsthema habt zum Beispiel. Wenn ihr einen Vorschlag habt. Oder genau, irgendwas oder in die Richtung. Was wir mal diskutieren sollen, dann schreibt es ruhig in die Kommentare. Ich bin gerade am Überlegen, ich habe die böse Ahnung, dass ich mal ein Gesprächsthema gehabt habe, aber nicht im Video erwähnt. Ich muss da mal nochmal nachschauen, weil tut mir das schrecklich leid, dass wir das Thema noch nicht drangenommen haben. Mir ist es wieder eingefallen. Mir ist es wieder eingefallen, welches Thema. Das kommt garantiert noch dran. Es tut mir schrecklich leid an denen, die dieses Thema vorgeschlagen haben. Es wird noch drankommen. Okay, das ist schon mal eine sehr gute Ankündigung. Gut. Das war's von heute für uns und dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und schaut beim anderen vorbei. Und schaut beim anderen vorbei. Und beim anderen vorbei schauen solltet ihr auch noch, also. Und schaut beim anderen vorbei. Ja. Okay. Okay, also, das war's. Wir sind raus. Bis demnächst. Bye.